Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Deutschland und Polen gehören zu den größten Unterstützern der Sicherheit in Europa. Heute, da unser Frieden durch den Russen. Deutschland wird in diesem Jahr 2% der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für die NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Das habe ich angekündigt und das haben wir mit den Entscheidungen, die aufgrund meiner Rede im Deutschen Bundestag zur Zeitenwende getroffen worden sind, auch realisiert. Chyba na tym zakończyliśmy konferencję.